Schneider wäre am 23. September 2008 70 Jahre alt geworden. Ich bin sicher, dass sie mit 70 tanzen würde. Was würden die Geburtstagsgäste ihr schenken? Ein gros bisou. Eine große Umarmung. Ein gros bisou. Einen dicken Kuss. Mich selber. Warten Sie, so ist gut. Bleiben Sie so stehen. Und jetzt den Kopf wieder mir zu wenden. Mehr Profil. Eine Kamera mit allen Fotos, die ich von ihr während des Films gemacht hatte. Wunderbar, ja. Ich glaube, ich würde ihr Ruhe schenken wollen. Irgendwie ein Wochenende, einfach nur zwei Freundinnen. Ich kenne Serge. Serge ist son douzième. Apropos, pourquoi tu toi? Ich würde ihr wahrscheinlich nach wie vor gerne eine Rolle schenken, ja. Was für eine Rolle würde ich ihr vorschlagen? Die erste Präsidentin Frankreichs. Wie ist das Phänomen Romy Schneider zu verstehen? Romy Schneider ist wie ein Duft, der sich verflüchtigt und dabei die Essenz der Inspiration zurücklässt. Vanissia ist einer der Lieblingsdüfte von der Romy Schneider und besteht wie jeder Duft aus drei verschiedenen Noten. Kopfnote, die man in erster Linie riecht, Rose, Jasmin und Iris. Als Herznote haben wir Vanille und Zimt. Und schließlich als Basisnote haben wir Sandelholz und Patchouli. Bisschen vordergründig schon recht schwer und süß, der Duft. So ein bisschen Blumiges, es verändert sich ständig. Die Kopfnote ist der erste Eindruck, den ein Parfum vermittelt. Romy Schneider zieht Menschen vom ersten Moment an in ihren Bann. Sie fasziniert mit intensiven Blicken, einer geheimnisvollen Aura und dem rastlosen Streben nach Vollkommenheit. Ich erinnere mich daran aus der Perspektive eines Kindes, weil ich ihre Filme als Kind oft gesehen habe. Sie erinnerte mich an meine Mutter, sogar sehr. Es war sehr beruhigend. Man hatte den Eindruck, sie zu kennen.
d'avoir l'impression de la connaître. Ich habe ihre Aussprache sehr bewundert, ihren Akzent. Er ist wunderbar, unbeschreiblich. Ich weiß, wo sie geboren ist, aber er erinnert mich an keinen anderen Akzent. Ihr Akzent ist einfach herrlich. Und was macht er beruflich, Felix? Warte mal. Schwer zu sagen. Journalist. Arzt. Milchmann. Die Art, wie sie sich bewegte, wie sie die Haare zurückstrich. Ihr Haaransatz war einfach Wahnsinn. Dieser Winkel, wie Marilyn Monroe. Sie hat solche Haare. Das ist sehr schön, wenn sie die Haare nach hinten trägt. Die Form ihrer Stirn ist unglaublich. Oh, ich komme ja doch nicht drauf. Abgeordnete. Bankier. Richtig. Ah, ein Bankier also. Mhm. Bist du also reich? Ja, es geht. Hm? Ich habe das Gefühl, ich kenne sie. Ja? Also ich habe das Gefühl, als wären wir... Sie ist irgendwie eine Schwester, die mich mein ganzes Leben von ganz klein begleitet hat, ohne dass ich gewusst habe, dass sie da war. Und jetzt, wo ich Frau bin, also und auch älter werde, habe ich das Gefühl, dass ich sie mehr verstehen kann und ich kann mir manche ihrer Filme anschauen und sehe meinen eigenen Kampf oder mein eigenes Leben irgendwie in ihrem Blick und ich finde, das ist jemand, der so unglaublich schön gewesen, aber auf der anderen Seite so nahbar und man konnte sie, man hat das Gefühl wirklich, als wäre, würde sie nebenan wohnen können. Also es war irgendwie, sie hatte dieses je ne sais quoi, auch vom Movie-Star und auf der anderen Seite vom Mädchen vom Nebenan. Und das hat sie irgendwie ihr ganzes Leben lang auch behalten. Ne? Warum löst Romy bei ihrem Publikum derart starke Gefühle aus? Wieso identifizieren wir uns mit ihr? Romy Schneider entspricht der allgemeinen Vorstellung einer klassischen Schönheit. Ihre regelmäßigen Gesichtszüge ohne auffällige Merkmale machen sie zu einer perfekten Projektionsfläche. Sie spielt hier ohne Make-up, um ihrer Rolle mehr Dramatik zu verleihen. Auch hinter den Kulissen von Death Watch, der gekaufte Tod, spielen sich dramatische Szenen ab. Romy und ihr Filmpartner Harvey Keitel geraten sich in die Haare. Did you tell them? Police? They'd be out here, wouldn't they? You broke some contract. Good apple. Sont tous les deux sur une plage. Sie sind beide in einem kleinen Häuschen und dann am Strand. Sie liegen nebeneinander und Romys Figur erzählt Keitel ihr Leben. Keitel hat lange herumexperimentiert. Er hat einen Grashalm zwischen die Zähne genommen und sie hat gespielt. Und sie haben die Szene gedreht. Plötzlich ist sie schrecklich wütend geworden und hat ihm eine Ohrfeige gegeben und ihm gesagt, entweder spielst du mit diesem Grashalm oder mit mir. Es war absolut verrückt. Keitel ist aufgestanden. Er konnte es nicht ertragen, von einer Frau so gedemütigt zu werden. Er war früher bei der Marine. Und er hat gesagt, wenn du nicht deinen Sohn dabei gehabt hättest, hätte ich zugeschlagen. Plötzlich ist Romy zusammengebrochen, ganz in Tränen aufgelöst. Beide Schauspieler sind in ihre Wohnwagen gegangen, die auch am Strand waren. Und ich musste sie wieder miteinander versöhnen. Denn der Regisseur Bertrand Tavernier konnte solche Konflikte nicht ausstehen und war gegangen. Romy hält nicht viel von Harvey Keitels Method Acting, der intensiven Suche nach echten Emotionen, denn sie schöpft wie selbstverständlich aus den Tiefen ihrer Seele.